wurde durch Oberärztin Dr. Teichmann eine sekundäre Sektion bei Frau Kubeck, eine Erstkonsulipare in der 38+1 Schwangerschaftswoche, ausgerufen. Sie haben bisher Frau Kubeck betreut und übernehmen die OP vorbereitet. Frau Kubeck soll in 20 Minuten an das OP-Team vergeben werden. Eine Checkliste mit den notwendigen Aufgaben zur OP-Vorbereitung finden Sie hier in Ihrer Praxisanleitung und rufen hinzu, dass Sie mit dem Legen des Dauerkatheters beginnen. Okay. Jetzt Praxisanleiterin teilt mit mir ihr Fachwissen. Für das Training wurde schon vorbereitet die Unterlage für das Training und die Trainingsgruppe. Ich muss während des Trainings Entscheidungen treffen, zu sagen, welche Handlung ich als nächstes durchführen möchte, und dafür kriege ich Feedback. Außerdem werden die durchzuführenden Handlungen durch überlagerte virtuelle Objekte an dem Modell dargestellt. Mit der Funktion von Einfrieren, wenn ich eine Handlung durchführe, friere ich gerade den Bildschirm ein und lege das Handy neben auf die Unterlage und führe das Ganze dann selbstständig durch. Ja, und das Smartphone ist in diesem Fall stabil, weil das natürlich im Sinne im Rahmen des Legens eines Dauerkatheters die Sterilität gefährdet. Okay, ich möchte jetzt den Dauerkatheter legen, deswegen würde ich gerne zunächst Frau Jakubek aufklären, ob ihr Einverständnis einfügt. Okay, Frau Jakubek, ich möchte gerne jetzt einen Dauerkatheter bei Ihnen legen, der wird standardmäßig vor einem Kaiserschnitt gelegt. Das liegt daran, dass nach der Geburt und nach dem Kaiserschnitt auch ganz wichtig ist, dass die Harnblase stetig leer ist oder stetig entleert wird. Und das wird wahrscheinlich nach dieser Operation am Anfang etwas schwerer fallen. Und damit sich die Gebärmutter zum Beispiel gut zurückbilden kann, ist es eben wichtig, dass die Harnblase leer ist regelmäßig oder stetig eigentlich leer ist, sodass die Gebärmutter sich gut zurückbilden kann. Das würde der Dauerkatheter in diesem Fall dann unterstützen. Für mich wäre wichtig, dass Sie wissen, dass bei dem Legen eines Dauerkatheters kann es eben dazu kommen, dass es zu keiner Verschleppung kommt und dadurch ein Harnwegsinfekt oder noch eine aufsteigende Infektion bis zu den Nieren eben ausgelöst werden kann. Wichtig wäre für mich zu wissen, ob Sie eine Allergie gegen Latex haben oder ob Sie zum Beispiel eine bekannte Verengung der Harnröhre haben oder ob Sie schon operiert wurden an Harnröhre oder auch an der Blase. Davon gehe ich jetzt aus, dass es nicht der Fall ist. Dann würde ich zunächst mit Materialien vorbereiten. Ich würde Ihnen also erklären, was ich mache. Ich würde zunächst eine Desinfektion durchführen, bevor ich den Katheter lege. Und im Anschluss geht es dann eben weiter mit der OP-Vorbereitung. Sind Sie soweit einverstanden? Okay, dann geht's jetzt los. Das war schon gut. Folgende Hinweise sollten bei der Aufklärung übermittelt werden. Indikation: Ein Blasenkatheter sollte vor der Operation gelegt werden, um das Verletzungsrisiko während der Operation zu reduzieren. Nutzen: Damit sich nach der Geburt unter anderem die Gebärmutter gut zurückbilden kann, ist es notwendig, die Harnblase regelmäßig zu entleeren. Nach der OP ist dies aufgrund der eingeschränkten Mobilität kaum möglich. Risiken: Ein Risiko stellt eine Keimverschleppung mit einer Infektion von Harnröhre und Harnblase sowie eine aufsteigende Infektion der Niere dar. Zudem sollten Sie bei der Aufklärung nach bekannten Harnröhrenverengungen, vergangenen Operationen an der Harnröhre oder Blase und insbesondere nach dem Vorliegen einer Latexallergie fragen. Ist dies der Fall, müssen Sie bei der Auswahl des Katheters darauf achten, dass dieser aus Silikon besteht. Okay. Achten Sie zudem auf eine frauenzentrierte Sprache. Okay, ich hoffe, das habe ich getan. Gut, bevor ich die Materialien vorbereite, vielleicht nochmal meine Hände desinfizieren. Nochmal, ich habe es ja noch nicht gemacht. Zur Einhaltung der Hygiene empfiehlt sich, bevor Sie mit der Händedesinfektion starten, bei langen Haaren den Zopf unter den Kassack zu stecken
oder zu einem Dutt hochzubinden. Würde ich jetzt den Materialien aufbauen. Okay, welche Materialien brauche ich? Ich brauche eine Unterlage. Ich brauche Aquastoff. Ich brauche Händedesinfektionsmittel. Ich brauche einen Abdruck. Ich brauche Handschuhe, wenn nicht verkehrt. Das Peterset. Ja, dann 10 Milliliter Spritze für das Aufziehen des Aquas. Urinauffangbeutel. Silberkatheter, Schleimhautdesinfektion und Bleigel. Okay, dann lege ich mir mal alle Materialien bereit. Ausreichend gute Luftverhältnisse vorhanden sein. Okay. Mach ich mal Licht an. Habe ich gemacht. Und das Bett auf der Arbeitstisch stellen. Ja, zunächst soll die Feuerwehr jetzt ihre Filtrure einnehmen und die Unterhose rausziehen. Okay, hier unterstütze ich sie jetzt. Frau Jakubek ist aktuell alleine im Kreissaal. Sollte eine Begleitperson mit im Raum sein, empfiehlt es sich, diese am Kopfende neben der Gebärenden zu platzieren, um die Intimsphäre zu wahren. Nun würde ich noch eine unstabile Unterlage. Ja, hier ist jetzt keine stabile unstabile Unterlage notwendig, wegen der AR. Dann würde ich mich noch mal die Hände desinfizieren, bevor ich die Materialien noch weiter auspacke.
Jetzt würde ich zuerst das Katheter brauchen. Möchte ich nur an den Rändern anpassen, auf jeden Fall. Halten Sie die Verpackung mit beiden Händen. Die Zugrichtung ist in der Regel durch Pfeile angegeben. Mit beiden Daumen können Sie nun die Lasche in der vorgegebenen Zugrichtung fassen und gleichmäßig auseinanderziehen. Bei großen Verpackungen ist ein Nachfassen der Enden erforderlich. Hier muss man besonders vorsichtig sein, da die Enden der Verpackung leicht nach innen klappen. Lassen Sie dann den Inhalt auf die sterile Unterlage gleiten, ohne die Sterilität zu gefährden. Achten Sie auch bei den Einmalprodukten auf das Ablaufdatum und sortieren Sie Materialien mit Beschädigungen aus. Je nach Set ist ein Lochtuch vorhanden. Ist das Lochtuch im Set weiter unten, empfiehlt es sich, das Tuch erst zurechtzulegen, wenn Sie sterile Handschuhe angezogen haben. Sollte dies der Fall sein, können Sie den Schritt auf später verschieben. Schleifen und über die Tupfer legen, gießen.
Zur Einhaltung der Hygiene ist die Nutzung einer Pinzette sehr sinnvoll, da Sie somit ohne doppelte Handschuhe und ohne assistierende Person arbeiten können. Wenn Sie sich entscheiden, ohne Pinzette zu arbeiten, sind immer doppelte Handschuhe notwendig. Ansonsten besteht die Gefahr einer Schmierinfektion mit Kolibakterien und Staphylokokken. Nehmen Sie den Handschuh für die dominante Hand zuerst an der umgeschlagenen Innenseite des Handschuhbündchens heraus. Ziehen Sie den Handschuh über die Hand. Die Innenfläche zeigt dabei nach oben. Sollte ein Finger nicht richtig sitzen, dann korrigieren Sie erst, wenn der zweite Handschuh auch angezogen ist. Greifen Sie mit dem Zeige- und Mittelfinger der behandschuhten Hand unter das umgestülpte Ende des zweiten Handschuhs und nehmen Sie ihn hoch. Lassen Sie Ihre zweite Hand in den Handschuh gleiten. Sobald Sie beide Handschuhe anhaben, können Sie diese glatt ziehen und gegebenenfalls Korrekturen vornehmen. Dann geht es los mit der Konnektion von Katheter und Urin. Desinfizieren Sie mit je einem Tupfer die großen Labien von der Symphyse zum Anus hin. Wichtig: Führen Sie pro Tupfer nur eine desinfizierende Wischbewegung durch. Nun folgt die Desinfektion der kleinen Labien. Spreizen Sie mit dem Daumen und Zeige- oder Mittelfinger der nicht dominanten Hand die großen Labien, sodass die Harnröhrenöffnung sichtbar wird.
Ja, weil die Puppe nicht mit dich liegt, aber ist nicht schlimm. Jetzt folgt die Desinfektion der Harnröhrenmündung. Desinfizieren Sie mit dem fünften Tupfer die Harnröhrenmündung. Den sechsten Tupfer legen Sie vor die Öffnung der Vagina, sodass die Öffnung zur Harnröhre sichtbar bleibt. Puh. Ja. Oh, da kommt eine Wehe. Ah. Oh. Erstmal die Wehe. Begleiten Sie Frau Jakobek ruhig durch die Wehe. Unterstützen Sie diese durch Anleitung einer tiefen Bauchatmung. Achten Sie darauf, dass Frau Jakobek nicht versehentlich in Ihren sterilen Arbeitsbereich fasst oder sich mit den Beinen dorthin bewegt. Denken Sie daran, dass Ihre unsterile Hand bis nach dem Einführen des Katheters weiterhin die großen Labien spreizt. Frau Jakobek zum Atmen an, jetzt atmen wir gemeinsam durch die Wehe und hat meine Hand hier. Dann kann das Desinfektionsmittel direkt einwirken. Jetzt geht sie wieder. Geht wieder die Wehe. Ja, wunderbar. Ja, okay. Jetzt geht's wieder. Sehr gut, dann kann ich jetzt ja den Katheter einführen. Nehmen Sie den Katheter. Bitten Sie Frau Jakobek, tief einzuatmen und führen Sie währenddessen den Katheter waagerecht mit leichter dorsaler Tendenz in die Harnröhre ein, bis Urin fließt. Falls beim Vorschieben Schmerzen auftreten oder ein Hindernis spürbar ist, brechen Sie den Vorgang unmittelbar ab. Bei einem Dauerkatheter schieben Sie jetzt noch etwas nach, damit das anschließende Blocken nicht in der Harnröhre passiert. Schiebe ich noch ein bisschen nach. Ja. Jetzt will ich nochmal den sechsten Tupfer entfernen. Oh, ich muss den Katheter jetzt blocken. Das ist richtig. Dafür setzen Sie die Spritze fest an das farblich markierte Ende des Dauerkatheters und spritzen die Flüssigkeit in den Ballon. Achten Sie darauf, dass der Katheter weiterhin an der korrekten Stelle sitzt. Ein Aufblasen des Ballons in der Harnröhre verursacht starke Schmerzen und schwerwiegende Verletzungen. Ziehen Sie im Anschluss den Katheter ganz leicht zurück, um den korrekten Sitz zu überprüfen. Es sollte unmittelbar ein Widerstand zu spüren sein. Du bist der Doktorin 104. Wir stehen vor der Kreißsaaltür, um jetzt die Narkoseaufklärung durchzuführen. Das ist jetzt der Bild. Ist jetzt gerade ungünstig, sie kann gerne 2 Minuten warten. Genau, jetzt ist der Katheter geblockt. Was möchten Sie jetzt tun? Möchte ich erstmal noch den nächsten entfernen? Am Ende jeder Maßnahme müssen Sie die Unversehrtheit der Frau, in diesem Fall von Frau Jakobek, sicherstellen.
Ein vergessener Tupfer gefährdet die Sicherheit der Patientin und würde einen Behandlungsfehler bedeuten. Das Abflussventil sollte immer geöffnet sein. Geschlossen wird dies nur, wenn Frau Jakobek umgelagert und der Katheter kurzzeitig auf das Niveau der Frau gelegt werden muss, um einen Harnrückfluss zu vermeiden. Dies geschieht zum Beispiel beim Einschleusen in den OP. Jetzt möchte ich noch vor der Kuppel eine Decke machen. Ich stelle die Beine für ein bisschen. Der Gravida über Indikation, Nutzen und Risiken eines Blasenverweilkatheters, Gefahr der Keimverschleppung mit einer Infektion von Harnröhre und Harnblase sowie eine mögliche aufsteigende Infektion der Niere ist erfolgt. Frau Jakobek stimmt der Maßnahme zu. Es gibt an, keine vergangene Operation an Harnröhre und Blase zu haben. Es liegen laut Gravida keine Latexallergie vor. Desinfektion der Haut- und Schleimhäute von Vulva und Vagina erfolgt unter der Beachtung der Einwegzeit mit Schleimhaut. Vorschieben des Frauenkatheters 12 aus Latex mit Schwung mit Gleitgel. Problemlos möglich. Dieser wird mit 10 ml Aqua geblockt und fördert klare Urin, ca. 200 ml. Es wurden alle Tupfer fachgerecht entfernt. Das Ventil des Urinbeutels ist geöffnet und der DK-Beutel wurde unter Nasenniveau im Bett der Frau platziert. Handzeichen der durchführenden Person.